Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Gut, wir haben ja wohl ein bisschen Stress, wie es aussieht. Wir haben hier ein paar Aliens, die im Schiff sind. Und Cargo ist verschwunden. Ah, leicht dich nicht so an mich heran. Ich glaube, es ist Zeit für deinen Weltraumspaziergang, du Glückspilz. Ich kann diesen Cargo nicht sehen. Na, so etwas. Er ist verschwunden. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich hoffe, es wird ihm nichts zustoßen. Lass dich von mir nicht davon abhalten. Okay, hast du vielleicht eine Idee? Gut gemacht, aber bilde dir ja nichts drauf ein. Wo ist denn dieser Cargo hin? Der ist abgehauen. Ich weiß nicht wohin. Ist mir auch ziemlich egal. Och. Wie du willst. Ach, hier wäre auch eine Werkbank. Dann könnte ich ja echt schon mal anfangen, das Zeug zusammen zu basteln. Haben wir da noch was drin? Lackierpistole. Wunderkleber habe ich, glaube ich, auch noch für irgendwas gebraucht, oder? Jawohl, für die Todeskrallenhand. Ja gut, oder ich mache das halt wirklich alles auf einmal, weil ich habe ja noch ein paar Sachen im Dings liegen. In meinem Spind. Blöd können die Leute sein. Du kommst nicht wie der typische Soldat, oder Tikorian. Wie kamst du denn auf die Idee? Stützbandage? Hab ich. Ich wurde zum Dienst gezogen. Vor der Armee arbeitete ich in einem Krankenhaus. Sie drückten mir einfach eine Waffe in die Hand. Hast du schon mal den Abzug gedrückt? Du weißt schon mal jemanden getötet? Darauf sagt er dann nichts mehr. Hier liegen aber noch Sachen, sehe ich gerade. Vielleicht finde ich hier die. Du hast alle Generatoren erwischt, was? Höchste Zeit, draußen einen kleinen Spaziergang zu machen. Knochensäge bringt mir gerade mal nichts. Ich brauche jetzt noch einen Ledergürtel, Krücke und eine Dampfanzeige. Ich glaube, sonst habe ich alles. Flamme habe ich ja auch schon. Hier sind noch die ganzen Rösti-Dinger. Na, ich glaube, da muss ich ja doch nochmal auf die Suche gehen. Wo ich das dann alles habe. Oh, ein Pferd. Hier ist leer, der Koffer. Was haben wir denn hier drin? Hm. Alkohol. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was kaputt gegangen. Hier, Buttercup. Instapüree. Achso, das kann ich mal mitnehmen. Essen und so. Buttercup-Spielzeug, was sogar noch relativ gut aussieht. Sally pennt. Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Hurra! Fantastisch, du hast es geschafft! Jetzt musst du das Schiff verlassen. Ich weiß, dass es gefährlich aussieht, aber das ist der einzige Weg zur Spitze des Schiffs. Ach ja, zieh unbedingt einen Raumanzug an, bevor du da rausgehst. Sonst kann es sein, dass du stirbst. Vergiss das ja nicht. Ja, ja. Sonst hast du aber nichts zu erzählen. Generatoren haben wir. Er stammt sicher aus der. Ne, das haben wir alles. Okay. Vergiss nicht. Gut. Metallkochtopf brauche ich nicht. Da gibt es keinen Zugang. Wahrscheinlich haben die hier wieder abgeriegelt.
Okay. Tja, ich glaube, dann können wir wirklich langsam mal nach draußen. Ach komm, ich könnte ja meinen mal reparieren. Ja, lohnt sich. Okay. Okay. Ich habe gerade überlegt, was mit dem Cargo war. Daten. Wir müssen jetzt zur Dekompressionskammer. Also wieder nach oben. Hep. Was ist das denn? Eine Truhe. Hätte ich die doch fast übersehen. Bleirohr. Nee. Zeug, das ich nicht brauche. Ich meine, die Plasmagranaten geben ganz gut Geld, wenn man sie verkauft, aber... Müssen sich jetzt da unten alle ein Bett teilen? Ist ja gar nicht mal so praktisch. So. Dann. Raumanzug anziehen, bitte. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo noch aufgesammelt. Das kann eigentlich weg. Speichern, schleichern, ab geht's. Hey, vergiss nicht den Raumanzug anzuziehen, bevor du die Dekompressionssequenz startest. Mhm. Ganz so blöd bin ich ja auch nicht. Glaube ich zumindest mal. Hi. So, die haben nicht mehr allzu viel Zeug da. Vor allem leben die auch nicht mehr allzu sehr. Die armen Aliens. So, Tür, Tür, Tür. Noch ein Energiemodul. Ach, hier haben wir noch Türsteuerung, alles klar. Ein Weltraumspaziergang. Dann will ich erstmal hier reingucken. Bitte die Tür aktivieren. Ja, ja, ja. Na gut, können wir alles mitnehmen. Wäre halt wahrscheinlich in der anderen Tür auch gewesen, also ein bisschen Nachschubgedöns. Tap, 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 tap. So, Zugangsteleporter aktivieren. Okay. Ich speichere den ganzen Spaß mal. Sicher ist sicher. Einmal, wahrscheinlich da hinten nochmal. Klick. Das reicht, glaube ich, noch nicht, oder? Nö. Da ist noch was zum Aktivieren.
Zack. Hier noch was? Jawohl. Ich glaube, das wär's also, oder? Haben wir noch? Bisher sieht das doch schon mal ganz gut aus. Dann mal ab nach oben. Juhu, im Sternenhimmel. Ich gehe, glaube ich, trotzdem lieber noch mal in Deckung. Diese Galaxie ist zu klein für uns beide. Wahrscheinlich. So, Waffe raus. Zeug mitnehmen. Oh, das sind ja auch noch eine ganze Menge. Jetzt sollten wir auch wieder unsere normalen... Ja, ja, ist ja gut. Klamotten wieder anziehen können. Nur ein Arbeiter. Gut. Nehmen wir das Zeug nochmal alles schön mit. Ich glaube, die ganzen Schockbartos kann ich mal weghauen. Pass mal auf. So. Weg, 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 weg. Das kann auch mal weg, ehrlich gesagt. So, eine Version reicht davon. Oh, guck mal, die haben zumindest Biogel. Es lohnt sich tatsächlich, die umzubringen. Ich kümmere mich um die Tür. Okay. Ach, da sind die anderen noch. Okay. Hi, Leute. Dann warten wir doch mal. Cool. Gut gemacht, meine Kleine. Das ist wunderschön, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas sehen würde. Das ist wirklich beeindruckend. Bei diesem Anblick könnte man fast vergessen, dass wir hier oben um unser Leben rennen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Gaffen. Tut mir leid, ich sollte mich um die Tür kümmern. Halt durch, ja? Mhm. Ja, mal so einen Blick riskieren kann man ja. Das ist jetzt kein allzu großes Problemchen. Gesehen? Beängstigend. Aber auch ziemlich unklug von ihnen, meinst du nicht auch? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es klang ziemlich verärgert. Hör schon auf. Man braucht die Worte nicht zu verstehen, um zu wissen, was damit gemeint war. Das war eine Art von Drohung. Und wenn sie uns drohen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie allmählich Angst vor uns bekommen. Wir müssen rausfinden, was das war und dafür sorgen, dass es sich nicht wiederholt.
Aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir etwas bewirkt haben. Hm, höchstwahrscheinlich. Ah, Todesstrahl. Klink, na da. Oh nein, den hier haben sie auch abgeschaltet. Du musst das andere Ende finden und ihn wieder einschalten. Okay, dann wartest du hier. Ich sehe mal, ob ich die Steuerung finden kann. Viel Glück, wir werden hier auf dich warten. Hier ist noch Zeug zu mitnehmen. Weapons Lab, oh, cool. Dann mal auf in die Laboratorien. Kaputt. So, hier haben wir auch noch Gegner und Behälter. Sehr schön. Ach, da oben gammeln die rum. Zack, 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 zack. Jawohl. Ich glaube, ich könnte auch demnächst mal wieder Biogel umwandeln. Das war jetzt nicht so klug, hier aufzustehen. Allerdings möchte ich gerne mal wissen, was es hier noch Schönes gibt. Aha, guck mal. Mein Freund, der Roboter. Atomzerstäuber. Okay. Ich glaube, das war auch eine einzigartige Waffe. Dann kommen Sie mal raus, bitte. Ja, ja, ist in Ordnung. Vielleicht nur das Zeug hier mitnehmen. Ja, ja, ist in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Du hast da draußen schon deinen Spaß, oder? Wie sieht das aus? Hallo, Alien. Ein bisschen was halten die ja auch aus. Danke, danke. Kanone haben wir ja schon. Ach, stimmt, da oben ist ja auch noch einer. Fürchte, du hast meinen Freund getötet. Da kamen wir, glaube ich, her, oder? Mhm. Tja. Ich glaube, dann gucken wir, dass wir mal nach oben kommen. Den Kollegen da oben zerlegen und dann hoffentlich irgendwie weiter voranschreiten. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo wieder einen freundlichen Roboter, der uns hilft. Na? Wie geht's so? Zerbritzel 29 haben wir auch gleich. Sehr schön. Ich glaube, dann kriegen wir es. Weiß nicht, ob wir es noch hinkriegen. Level 30. Also in dem DLC meine ich. Wie gesagt, ich würde schon ganz gerne noch vor dem nächsten DLC dann Level 30 erreichen und dann die restlichen Wackelpuppen noch suchen. Also die Party, die wir haben. Da haben wir. Dann dürfen wir halt fast alle Fähigkeiten auf 10 haben. Bis auf eine, glaube ich.
Na? Du bist ein wenig aufgeregt, kann das sein? Zack, dann modifizieren. Das lohnt sich halt jetzt überhaupt nicht, aber ich meine, es ist schon mal da. Gut, was bringt denn diese Steuerung? Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge... Ach, wahrscheinlich hat die Türen aufgemacht. Wir schauen in der nächsten Folge mal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.